Ich bin Mara und ich arbeite bei Xentral im Vertrieb und habe deswegen heute die Aufgabe, euch ein bisschen mehr über unsere Teamfunktionen und besonders das Ticketsystem zu erzählen. Genau, und dafür starten wir am besten direkt in der Software, dann kann ich es euch am einfachsten zeigen. Die Teamfunktionen befinden sich bei uns hauptsächlich direkt auf dem Startbildschirm. Das heißt, hier oben rechts könnt ihr bereits ganz viele Icons sehen, die euch direkt zu diesen Teamfunktionen führen. Was sind Teamfunktionen? Teamfunktionen sind bei uns all das, was euch unterstützt, das Team zu organisieren. Das heißt, ein Aufgabensystem, Ticketsystem, die ganze Korrespondenz zum Kunden oder zum Lieferanten, dass ihr da einfach im Team euch gut organisieren könnt und am besten natürlich auch schnell greifbar, besonders bei Fälligkeiten. Genau. Und hier oben, wie gesagt, habt ihr das Ganze schon. Das fängt an mit den Aufgaben. Dann seht ihr hier dieses kleine Brief-Icon. Da geht es ins Ticketsystem, eine kleine Rückruf-App und die Wiedervorlagen. Für die Aufgaben und Wiedervorlagen schaut euch am besten ein Folgevideo an. Da klären wir das Ganze dann nämlich auch nochmal ganz explizit für diese beiden Themen. Genau. Heute, Prio, ist das Ticketsystem. Das Ticketsystem ist die Herzfunktion von dem E-Mail-Client. Das heißt, am besten um das nutzen zu können, richtet ihr die entsprechenden E-Mails ein. Auch hier gibt es ein kleines Video dafür. Ich glaube, hier helfen euch Alina und Adrian bei. Genau. Dann ist es so, dass das Ticketsystem dazu genutzt werden soll, die ganze Korrespondenz zum Kunden oder Lieferanten aufzugreifen. Was passiert hier? Wir verbinden die gewünschten E-Mail-Adressen, sowas wie eine Sales-Ad oder eine Team-Ad oder auch eine Mara.Valentini-Ad-E-Mail mit dem Ticketsystem und Xentral und können so alle eingehenden und ausgehenden E-Mails hiermit synchronisieren. Genau. Bei Bearbeiter sieht man dann auch auf den ersten Blick, welcher Mitarbeiter intern da gerade für zuständig ist. Das kann ein direkter Mitarbeiter sein, also Mara Valentini, oder es kann zum Beispiel ein Pool sein, hier allgemeine Kontaktanfrage. Diese Pools könnt ihr beliebig viele benennen. Das heißt, wenn ihr eine Info-Ad, eine Sales-Ad, eine Purchasing-Ad habt, könnt ihr jeweils hier einen Pool anlegen und dann natürlich diverse Mitarbeiter definieren, die sich um diesen Pool kümmern. Wenn ich jetzt an die Mara.Valentini-Ad gehe, das ist natürlich meine mir zugeordnete E-Mail-Adresse, dann macht es natürlich auch am meisten Sinn, wenn ich die persönlich bearbeite. Was passiert also? Ich lege die E-Mail-Adresse Mara.Valentini im Backend an. Das mache ich unter meinen Bereich, unter Administration, Entschuldigung. Und dann in den Einstellungen und sage, dass Mara Valentini die natürlich als User auch bearbeiten soll. In dem Moment, wo ein Kunde also Mara schreibt, also mir selber schreibt, würde die E-Mail mir direkt zugeordnet werden. Wenn ich dann also hier unter meine Tickets gehe, dann habe ich nur die mir zugeordneten Tickets. Genau. Das Praktische ist, in dem Moment, wo wir den Absender schon kennen, wird das Ticket automatisch dem Kunden zugeordnet. Das findet ihr dann hier oben. Und ihr habt dann die Korrespondenz eingehend und ausgehend hier direkt schön in Reihenfolge. Wenn ihr mehr zum Kunden wissen möchtet, könnt ihr hier direkt über das Dropdown zur Adresse hüpfen und seid dann direkt im CRM-Bereich oder in diesem Adressbereich, wo ihr dann auch die ganzen Ansprechpartner, Belege, die ganze Korrespondenz wieder habt. Genau. Wenn jetzt dieser Vorgang, also der ja auf mich gerichtet ist, gerade hier in der Zuordnung, dann vielleicht auf einmal das Thema ändert und es ist nicht mehr irgendwie, nicht mehr Mara, die Salesperson ist zuständig, sondern es ist jetzt, keine Ahnung, Anna in der Buchhaltung zuständig, dann könnte ich hier natürlich auch über die Zuordnung das Ticket einer anderen Person oder einem anderen Kanal zuweisen. Bei der Person oder dem Kanal poppt das natürlich auf. Bei mir ist es aus dem Pool raus und der Mitarbeiter kann sich dann darum kümmern, der um den jeweiligen Kanal für den jeweiligen Kanal zuständig ist. Das Letzte, was hier im Ticketsystem gerade noch wichtig ist, ist Einreichen als. Das ist der Status. Diesen Status könnt ihr natürlich auch für euch nutzen und könnt hier natürlich auch sagen, ob vielleicht irgendwas, also ob ihr wartet auf interne Rückmeldung oder auf Kundenrückmeldung oder natürlich auch sowas wie abgeschlossen oder Papierkorb, wenn ihr jetzt nicht das Ticket direkt beantworten möchtet. Beantworten könnt ihr es, indem ihr hier auf Beantworten klickt und dann wäre es wie in einem E-Mail-Client genauso, ihr würdet hier eure Antwort reinschreiben. Also, hallo Frau Müller, an bei die gewünschte Rückmeldung beispielsweise. Genau. Und wenn ihr fertig seid, einfach auf Senden klicken. Der Vorgang wird auch hier abgeschlossen. Das Ticket selber findet ihr dann im CRM-Bereich von der Adresse. Also wenn ihr später irgendwie nochmal drauf zugreifen möchtet, dann findet ihr das natürlich dort. Genau, aber erstmal ist es natürlich für euch abgeschlossen. Wenn ihr das Ticket eben weiter aktiv für die Nutzung behalten möchtet, dann arbeitet hier wirklich über Einreichen als und über den jeweiligen Status. Diese Stati, die haben wir hier oben auch in der Filtermöglichkeit. Das heißt, hier oben gibt es diverse Filter.
wie eben Warten auf Kunde oder Warten auf intern. Wenn ihr natürlich hier drauf drückt, dann werden nur die Tickets angezeigt, die auch mit diesem entsprechenden Status sind. Genau. Was habe ich vergessen? Ich glaube, eine Sache ist noch ganz praktisch. Da ist jetzt nur, genau. Und zwar ist das so, wenn die E-Mail eingehend ist und einen Anhang hat, wie hier unten, dann wird es entsprechend angezeigt. Der Anhang selber wird auch direkt im Dateienbereich von der Adresse gespeichert, sobald ihr die E-Mail einer Adresse zuweist. Und ihr könnt hier über dieses kleine Pluszeichen diesen Beleg auch noch einem Vorgang zuordnen. Das ist besonders praktisch bei Verbindlichkeiten und Reisekosten. Das heißt, ihr könntet hier nämlich die Verbindlichkeiten dann öffnen und könntet dann eventuell die Rechnung, die vom Lieferanten gekommen ist, direkt in der Verbindlichkeit dann auch verknüpfen. Genau. Dazu sucht ihr euch natürlich hier einfach die passende Verbindlichkeit aus, wählt über den Pfeil diese aus und dann ist es entsprechend schon verknüpft. Das, was vielleicht noch relevant ist oder vielleicht relevant sein könnte, ist, dass natürlich eingehende E-Mails von unbekannten Kontakten, die werden natürlich nicht automatisiert der Adresse zugewiesen, weil wir die Adresse noch nicht kennen. Das heißt, hier zum Beispiel nehmen wir hier unten die Eva Müller. Sagen wir mal, das ist eine neue Eva Müller, eine Eva Müller, die wir noch nicht kennen. Dann könnte ich zum Beispiel hier wieder aus dem Dropdown auch eine neue Adresse anlegen. So habt ihr dann diesen Vorgang direkt in dem CRM-Bereich und genau, könnt dann natürlich die E-Mail-Adresse hinterlegen und alle folgenden Korrespondenzen werden wieder automatisiert verknüpft. Für die Übergabe an ein Teammitglied, also wenn du jetzt die Zuordnung ändern möchtest von Mara auf zum Beispiel die Karin oder auf eine allgemeine Kontaktanfrage, dann bietet es sich an, hier die internen Kommentare zu nutzen. Das heißt, ihr könntet zum Beispiel hier reinschreiben, hey Anna, könntest du hier bitte die Rechnung korrigieren? Danke, Mara. Dann fällt es natürlich der Folgeperson, die dann damit beauftragt wird, noch ein bisschen einfacher, diesen Vorgang ganz schnell zu dokumentieren und oder abzuarbeiten. Genau. Außerdem habt ihr hier noch die Tag-Möglichkeit. Das heißt, hier könntet ihr zum Beispiel Bullet-Wörter einfügen und in dem Moment, wo ihr speichert, wird das Ganze eben vertaggt. Und in der Übersicht habt ihr dann auch diesen Tag direkt mit drin. Das heißt, dann könnt ihr natürlich auch hier drüber zum Beispiel filtern, wenn ihr da eben einheitlich mit den gleichen Tags arbeitet. Das fällt dann natürlich im Team noch ein bisschen einfacher, Vorgänge zuzuordnen. Ansonsten gibt es hier oben noch in Bearbeitung. Da könnt ihr natürlich sehen, welche E-Mails gerade von einem Mitarbeiter betreut werden. Also zum Beispiel ich habe jetzt irgendwie ganz viele Vorgänge gerade offen und vielleicht will ich das gar nicht mehr oder ich bin dann gar nicht mehr drin. Dann könnte ich auch über den Bearbeitungsreiter halt einen Vorgang entmaran. Das ist wahrscheinlich die falsche Begriff, aber kann natürlich sagen, dass ich diesen Vorgang gerade nicht mehr aktiv bearbeite. Und dann würde auch eben vorne in der Übersicht hier dieses in Bearbeitung von Mara Valentini wegfallen. Genau. Ein letzter Punkt wäre das Regelwerk. Hier im Regelwerk habt ihr die Möglichkeiten, auch über das Aktionsmenü neue Einträge hinzuzufügen. Und da gibt es die Möglichkeit, dass ihr eben auf die eingehenden E-Mails bestimmte Regeln einfach anwenden könnt. Das heißt, ihr könntet zum Beispiel sagen, wenn halt eine bestimmte Empfänger-E-Mail oder eine Sender-E-Mail ein bestimmter Name oder ein bestimmter Betreff ist, dann soll es direkt einer bestimmten Warteschlange zugeordnet werden. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch für als persönlich markiert. Das ist ein Flag, den man im Ticket setzen kann. Und das ist zum Beispiel dann sinnvoll, wenn ihr vielleicht neben den beruflichen E-Mails auch private E-Mails über das System laufen lassen könnt, dann könntet ihr euch eben hier so eine Regel aufsetzen, dass zum Beispiel, wenn, keine Ahnung, ihr euch von eurer privaten E-Mail an eure berufliche E-Mail was schreibt, dass die dann automatisch den Flag persönlich markiert bekommt und dann würdet eben nur ihr selber das sehen und die ganzen anderen nicht. Genau. Und da einfach mal mit Spielen ausprobieren. Wenn ihr Fragen zu den Einstellungen habt, wie das mit den E-Mails geht, dann genau, schaut gerne Alina und Adrian zu, die erklären euch das Ganze. Und wenn ihr noch mehr Informationen zu den Teamfunktionen möchtet, auch kein Thema, dann bleibt dran und guckt euch die nächsten Videos an. Viel Spaß!